Wir sind hier bei uns im Weingut der Meinung, es gehört alles zusammen. Das ganze Schöne gehört zusammen. Das Essen, das Trinken, die Architektur und natürlich auch schöne alte Autos. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hallo Stefan, grüß dich. Schön, dass du uns gefunden hast. Komm mal rein spaziert ins Kleinod. Liebe Zuschauer, heute gibt es ein weiteres Weinvideo vom Weingut Klein. Bei mir steht der Peter Klein aus Hainfeld. Genau, richtig. Lieber Peter, wo ist Hainfeld? Hainfeld ist im Herzen der Südpfalz, an der südlichen Weinstraße, in der Nähe von Landau und Neustadt. Mhm. Genau. Jetzt bin ich ganz gespannt auf dein Weingut. Sehr gerne. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Ja, Peter, ihr habt ja einen wunderschönen Garten hier. Der ist echt traumhaft. Mit ja. Sitzmöglichkeiten überall. Genau, mit sehr viel Herzblut angelegt. Ja. Haben wir einfach seit 2-3 Jahren haben wir in unserem Kleinod haben wir auch mit unserem Garten den Rahmen geschaffen, den unsere Weine einfach verdienen. Und das ist einfach ein schönes, rundes Gesamtpaket. Wein, Architektur, Garten, einfach die Seele baumeln lassen beim guten Glas Wein. Und ich würde sagen, das müssen wir gleich auch mal zusammen verkosten. Das machen wir. Mensch, der Garten ist so gepflegt, das ist ja klasse. Ich bin ganz gespannt auf die Vinothek, die da im Hintergrund ist, oder? Ja, das kann es auch sein, Stefan. Das ist nämlich unser neues kleines Schmuckstück. Und da müssen wir gleich mal reinschauen und gucken, was wir da gezaubert haben. Ja, Mensch, Peter, da ist ja ein wahnsinnig schönes Auto. Ja, da hast du recht. Das ist unser Volvo Amazon, unser täglicher, treuer Begleiter für unsere Weinausfahrten. Aha, das ist ein Oldtimer. Er ist ein Oldtimer, 1964er Baujahr. Boah. Genau, aber täglich im Einsatz, das Steckenpferd von meinem Vater. Und wir sind hier bei uns im Weingut der Meinung, es gehört alles zusammen. Das ganze Schöne gehört zusammen. Das Essen, das Trinken, die Architektur und natürlich auch schöne alte Autos. Also da trifft Tradition auf Leidenschaft, kann man sagen, oder? So ist es. Tolles Etikett, muss ich sagen. Wirklich schön. Vielen Dank. Was haben wir da? Hier haben wir ein 2021er Blanc de Blanc Sekt aus Chardonnay und Weißburgunder. Der Sektgrundwein ist im 500er Holzfass ausgebaut. Und das Ganze ist im klassischen, traditionellen, in der Flaschengärmethode ausgebaut. Möchtest du einen Schluck probieren? Ja, sehr gern. Der ist wunderschön angelaufen. Ja, an so einem Tag gibt es nichts Schöneres wie ein Fläschchen Sekt, das man genießen kann. So, sehr zum Wohl. Mhm. Für mich ein perfekter Sekt für so einen Tag wie heute. Die Sonne scheint, wir haben eine schöne Frische vom Weißburgunder mit dabei. Wir haben den Chardonnay, der dem Ganzen ein bisschen Druck, ein bisschen Körper gibt. Das Ganze ist anspruchsvoll, aber auch nicht zu überkantitelt. Es ist einfach ein schöner Sekt zum Wegschlabbern. Jetzt haben wir den Senior, den Gerhard Klein. Der wollte uns noch was zur Geschichte des Weinguts erzählen, lieber Gerhard. Ja, die Geschichte ist eigentlich sehr alt. Unsere Enkelkinder sind heute die 16. Generation in dieser Familie. Und wir haben so schöne Dokumente, vor allem mal unser Familienwappen, das in Karlsruhe liegt und das heute auch zum Teil noch verwendet wird.
Und schöne alte Dokumente sind natürlich auch Steigbriefe, das heißt Kaufverträge, die wir in der Familie haben, und zwar das älteste von 1811. Wow. Und die Geschichte geht zurück bis 1659. Also wir haben wirklich eine schöne Generation Nachfolger, und es war immer im Namen Klein. Es hat sich nie verändert, und auch hier in dem Ambiente, wo wir stehen, dieses Ambiente kommt aus der Familie, mhm, wurde übernommen aus einem Zweig der Familie, wo keine Nachfolger da sind. Und wir sind froh, dass wir es in der Familie wieder zurückhaben und nutzen können als Vinothek. Und das hier war früher die Abfüllhalle meines Cousins. Aha. Und da, wo heute die Küche steht, da standen früher die Abfüllmaschinen. Und die Wand hier ist original. Alles im Raum ist original. Es wurde nur praktisch eingerichtet. Und ansonsten nutzen wir dieses Ambiente heute für unsere Weinproben. Und hier hat alles eine Geschichte. Die Wappen, die Bilder an der Wand, das Bild vorne haben meine Großeltern mahnen lassen. Und wie gesagt, hier haben wir die Geschichte von dem anderen Zweig der Familie. Und es ist schön, dass unsere Kinder das heute weiterführen und wir uns etwas zurücknehmen dürfen. Ja, jetzt haben wir einen neuen Kollegen, den Max Schwertfeger. Hallo. Lieber Max, ich sage jetzt mal herzlich willkommen an deinem Arbeitsplatz. Willst du mir ein paar Worte sagen oder unseren Zuschauern, was du eigentlich hier im Weingut Klein machst? Gerne. Ich bin der Max und bereits seit 10 Jahren im Unternehmen dabei, mit Peter und Barbara jeden Tag zum Genuss des Kunden im Einsatz quasi. Und mich findet man vorwiegend in der Vinothek, aber auch eigentlich an allen Events außerhalb, egal ob das in Deutschland oder sogar im europäischen Ausland ist. Also so ein richtiger Sommelier, oder? Tatsächlich Sommelier, ja. Ja, klasse. Max, du willst uns einen Wein vorstellen. In Was jedem Fall. Was nehmen wir denn für einen? Wir nehmen unseren brandneuen Sauvignon Blanc vom Buntsandstein, Jahrgang 2023. Ein wunderschöner Wein, der das Schönste der Rebsorte Sauvignon Blanc in einer Flasche vereint. Wir haben nicht nur das typisch grasgrüne, Paprika- und Stachelbeerbetonte des Sauvignon Blancs. Ganz im Gegenteil, wir haben auch noch die gelbe Seite des Sauvignon Blancs. Und die spricht uns an mit Mango, Maracuja. Und das riecht man schon. Mit dem ersten Inhalieren quasi am Glas merken wir, dass hier viel Frische drin steckt, aber auch gleichzeitig viel Klasse und Charakter. Mhm. Hat so ein bisschen dieses grün Kiwi-Betonte mit so einer schönen frischen Mango-Maracuja-Note. Top. Dann riecht das Gelbfruchtige und die Tropik. Und wenn wir dann mal in den Mund nehmen. Haben wir einen unglaublich kraftvollen, aber dennoch nicht überladenen Sauvignon Blanc. Wir haben einen Sauvignon Blanc, der den perfekten Spagat schafft zwischen Spiel und Eleganz. Also er hat wirklich für alle Sauvignon Blanc-Freunde genau das Richtige. Und ich finde, er macht tierisch Lust, weil er auch aus seinem Buntsandstein noch die dritte Facette, quasi die dritte Dimension holt. Und das ist eine Mineralik. Und die spürt man leicht salzig am Gaumen. Und er hat was sehr, sehr Animierendes. Also was mir auffällt, ist Bouquet. Das bleibt auch nach 20 Sekunden, nachdem man getrunken hat, noch wunderbar im Mund. Er ist langanhaltend, in jedem Fall. Sensationell. Wunderbar. Dankeschön, lieber Max. Gerne. Zum Wohl. Ja, Peter, ich bin ganz begeistert von eurem Weingut. Sehr schön. Auch hier haben wir ein schönes altes Bild. Genau. Die Weinfeen. Papa hat es erklärt, glaube ich. Der Papa hat es grob erklärt und er hat gesagt, dass die Großmutter unbedingt die nackte Frau mit einem Tuch bedecken wollte. So ist es. Es kam aus München direkt zu meinen Großeltern und dann war der Aufschrei groß und dann ging es direkt wieder zurück nach München und dann wurde aus den Weinfeen wurde dann die bedeckten Weinfeen und dann durfte es erst bei uns einziehen. Immer noch schön, aber nicht mehr ganz so nackig, ne? Richtig. Aber wir sind ja jetzt nicht wegen den tollen Bildern hier, wohl die dazugehören, genau, sondern du hast etwas ganz Besonderes, nämlich auch einen grünen Veltliner. Richtig. Den ich sonst nur aus der Wachau kenne. Ja. Aber du warst auch mal in der Wachau, oder ist das so? Genau. Ich habe 2006 habe ich in der Wachau mein berufspraktisches Semester gemacht, beim Weingut FX Pichler. Und da habe ich diese Sorte schätzen und lieben gelernt. Und tatsächlich haben wir noch im gleichen Jahr die ersten grünen Veltlinerreben angepflanzt. Das heißt, ich habe auf dem Nachhauseweg den Kofferraum voll
Veltliner Reben gehabt und seit 2006 gibt es im Weingut Klein den grünen Veltliner und er erfreut sich immer größerer Beliebtheit, genau. Mhm. Was ich aus der Wachau noch im Kopf habe, so Steinfeder, Federspiel, Smaragd, gibt es so etwas, darf man ja nur in der Wachau so nennen, gibt es so eine Abstufung bei euch auch? Ja, wir haben, ohne es zu wollen, haben wir uns da irgendwie über die Jahre daran angelehnt. Wir haben tatsächlich mittlerweile 1,4 Hektar grünen Veltliner im Anbau. Das ist mindestens die zweit- oder drittgrößte Fläche in Deutschland, was den Veltliner angeht. Und wir haben mittlerweile drei verschiedene Weine. Wir haben die grüne Veltliner jungen Reben. Wir haben den grünen Veltliner von den jungen Reben. Wir haben den grünen Veltliner vom Löss, den wir hier jetzt gleich verkosten. Und wir haben in ganz besonderen Jahren aus den ältesten Weinbergen haben wir einen grünen Veltliner Reserve. Einfach nochmal strotzender vor Kraft, nochmal kräutrig würziger. Das ist einfach die Quintessenz von dem, was wir hier an grünen Veltliner herstellen können. Mhm. Genau. Klasse. Und diese Quintessenz, sind wir jetzt bei dem hier in diesem Smaragd? Bereich schon oder ist es dann dieser Reserve? Wir bewegen uns hier im Mittelsegment, im Terroir-Segment. Das heißt, es ist der grüne Veltliner vom Löss, der Lässboden ganz gezielt. Ähnlich wie im Wagram in Österreich haben wir hier ein bisschen mehr eine fruchtige Komponente mit dabei. Wir haben diese aussagekräftige, kräutrige Würze, aber nicht diesen frisch gemahlenen Pfeffer, wie man bei den jungen Reben zum Beispiel wiederfindet, sondern wir haben hier einen ganz tollen Speisebegleiter, niedrige Säure, schöne kräutrige Würze, dezente, runde Frucht. Und das ist einfach so ein Veltliner für alle Gelegenheiten. Wow. Du warst so lieb und hast schon mal eingeschenkt. Jawohl. Die Flasche ist angelaufen, das heißt, der Wein ist richtig kalt. Definitiv. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, der Geruch ist tatsächlich den, wie ich ihn kenne beim grünen Veltliner. Ja. Ja, so ein besonderer Geruch immer. Genau, so diese Würzigkeit, wirklich so schon dezent gemahlener, frischer Pfeffer. Aber was ich auch immer habe, ich habe immer so eine schöne bunte Wiese und frisch gemäht, einfach wenn einem dann das Ganze kräutrig-würzig entgegenkommt. Und das habe ich in der Nase und das finde ich eigentlich total animierend. Gerade zur Spargelzeit, die wir jetzt aktuell haben, ist das, oder fast schon, die fast schon rum ist, ist das ein perfekter Begleiter. Mhm. Ja, dann zum Wohl, ne? Zum Wohl. Ein wunderbarer Wein. Vollmundig, rund. Schöne Säure, aber nicht zu viel. Genau. Das macht auch den Veltliner aus. Der Veltliner ist mittlerweile weltweit unterwegs, sehr stark in den USA. Gerade in New York ist der Schmelztiegel von allen Kulturen, von allen Speisen. Und da ist der Veltliner extrem beliebt, weil er sich einfach extrem anpasst an alle verschiedenen Gerichte. Und ich kann das absolut verstehen. Und ich bin fest der Überzeugung, dass der Veltliner auch bei uns noch mehr an Fuß fassen wird. Oder? Mehr Fuß fassen wird. Nicht zuletzt, weil wir dann gern dafür sorgen werden. Lieber Peter, ich durfte ein ganz tolles Weingut kennenlernen. Wir haben, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, erstmal den Sekt probiert. Jawohl. Das ist ein Blanc de Blanc gewesen, oder? Genau. Sehr spritzig, sehr aromatisch. Dann haben wir den Buntsandstein gehabt. Das war der Sauvignon Blanc. Genau. Der ist ein Feuerwerk gewesen. Und als letztes den grünen Veltliner. Genau. Und der hat mich auch schwer begeistert, weil ich habe ja einige Videos von in der Wachau gedreht. Mhm. Und ich muss sagen, also ich wüsste nicht, was in der Wachau besser sein kann als an deinen grünen Veltliner. Herzlichen Dank. Also ja, da hast du eine schöne Bandbreite von unseren Weinen verkosten dürfen. Ich habe auch gerne Weine gezeigt, die einfach so uns ein Stück weit ausmachen, wo unser Herzblut dran hängt. Und freut mich sehr, dass du hier warst. Freut mich sehr, dass es das Kleinweingefühl ins Video gepackt hast. Und ja, gerne wieder. Ja, es ist ja auch so, ich werde die ganzen Weine, euren Webshop, euer Weingut, eure Weinregion in der Videobeschreibung verlinken, beschreiben. Ja.
Somit kann jeder, der euch besuchen will, da reingehen, weiß genau, wo ihr seid. Mhm. Zusätzlich habe ich erfahren, dass ihr auch teilweise Events macht. Ja. Willst du noch ganz ein Wort, kurzes Wort dazu sagen? Ja, wir haben das Kleinod hier, unsere Vinothek nennen wir liebevoll das Kleinod, haben wir geschaffen, um auch diese Events durchführen zu können. Sei es Picknick, sei es verschiedene Afterworks. Jetzt haben wir in absehbarer Zeit haben wir ein Flying Dinner mit einem Sternekoch aus Pirmasens. Also ihr seht, das Thema Wein wird bei uns nicht nur eindimensional gelebt, sondern mehrdimensional, seien es die Oldtimer, sei es die Architektur. Wir sind ein Weingut, das für das Schöne steht. Und deshalb freuen wir uns für jeden, der uns besucht, der mit uns diese Freude teilt. Mhm. Wenn ihr Fragen habt an den Winzer, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir werden es mit Sicherheit beantworten. Und wenn ihr kein Video mehr versäumen wollt, dann linkt doch unseren Film, wenn er euch gefallen hat, und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny.